Hallo Leute, ich wollte gerade die Mucke aufmachen, aber hier sind keine Controller. Hat der Club vielleicht zu? Wir sind gerade im Bootshaus. Wir sind zu 3 Leuten gefühlt hier. Der komplette Club ist leer, ihr seht das hier. Ich werde hier irgendwann mal Verstecken spielen. Zweite Sache, wir sind heute hier für was ganz Besonderes. Ich fand es einfach selber interessant. Das ist nichts bezahlt, das ist nichts werbungsmäßig. Ich finde es einfach cool. Ihr kennt ja alle VR. Die meisten von euch wahrscheinlich aus der Branche, weil ihr euch die ganze Zeit drauf anwankt. Ich bin aber heute hier und möchte euch eine ganz kurze kleine Tour geben durch das Bootshaus erstmal in leer und dann später nochmal in VR. Denn das Bootshaus ist einer der ersten Clubs, oder ich glaube sogar der erste Club weltweit, holy Schaller, die es in VR gibt. Das heißt, man kann jetzt quasi in der VR-Brille feiern gehen, saufen, tanzen, alles mit dabei. So ein paar Easter Eggs soll es auch noch geben, wird mega, mega nice. Wir haben hier 2 VR-Brillen-Setups hier. Wir haben netterweise einen Termin bekommen. Heute waren Bild-Zeitung hier, Express, Fernsehen war hier, bla bla bla. Ja, und halt wir, ne? Nicht so ein ganz seriöses Medium. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht waren ein paar von euch schon mal hier. Damals gab es hier eine Bar, die ist weg. Jetzt kommen wir mal ganz kurz in den Bereich, wo Dinge passiert sind, die einfach absolut seltsam gewesen sind und bis heute. Hier ist eine neue Treppe. Hier oben sitzen wir dann immer vornehmlicherweise. Klingt absolut abgehoben, aber so ist es nun mal. Wir haben hier oben immer irgendwie einen Tisch gehabt, das war immer sehr schön. Ganz ehrlich, Digga, wie geil war das eigentlich immer hier? Ich vermisse es wirklich. Hier fehlen auf jeden Fall alle Tische, die gehen wir nochmal einführen. Kein Zugang, nur Personal. Jetzt ist hier das Licht auch aus, sehe ich gerade. Naja, hier ist auf jeden Fall, für alle, die es noch nicht gesehen haben, Backstage-Bereich. Mega geil. Hier ist ein Originalmaster von Deadmau5. Das ist ziemlich crazy. Der hat hier einfach spontan aufgelegt. Ja, da hinten ist noch Backstage-Bereich und so. Da sind ganz eklige und Dinge, wilde Sachen passiert. Da wollen wir nicht drüber reden. Jedenfalls haben wir heute, wie gesagt, die Möglichkeit, hier zu sein, was ganz schön ist. Das Bootshaus besteht aus 3 Floors. Wir haben hier einmal den Main Floor, also ein riesiger Club. Ihr seht das ja. Dann haben wir nebenan noch die Blackbox und noch einmal die Dreherei. Blackbox ist vornehmlich so Bassmusik, also alles, was so in die Richtung Drum and Bass, Dubstep und ja, Bassline und sowas in die Richtung geht und Dreherei ist most likely Techno, Tech House, Deep House und sowas in die Richtung und hier in dem ganzen Floor-Bereich ist es meistens irgendwie EDM, Mainstream und Co. Ich würde sagen, wir grüßen alle Menschen. Hallo Björn, was geht? By the way, findet hier auch dieser 2-3-Stunden-Stream statt, den wir hier machen, der Charity-Livestream. Dazu aber später noch mehr. 13.12. merkt euch das Datum. Ganz wichtiges Ding. Ihr seht ja, das ist ein Riesenladen hier. Und was krass ist, dass wir es echt geschafft haben, diesen kompletten Laden in VR nachzubauen. Was ich ultra sick finde. Da wäre die Dreherei. Da können wir gerade nicht rein, aber hier ist die Blackbox. Das ist hier, wie gesagt, auch der Baseline-Floor. Und die Ventilatoren drehen sich alle wieder. Geil. Ja, was soll ich sagen? Mit Not So Cool hier schon aufgelegt, da schon aufgelegt. Einer meiner Favorite-Clubs und ich mache das hier gerade komplett aus Leidenschaft, weil ich den Club wirklich mag und die Jungs dahinter alle mega korrekt sind, auch die Frauen. Und ich würde sagen, ihr habt jetzt mal so ungefähr einen Grund überlegt, wie das Ganze hier aussieht. Nochmal, wenn ihr wollt, dass wir in der Runde Hide and Seek spielen, Daumen nach oben, ne? Da lassen, klar. Und ich würde sagen, wir jumpen jetzt mal ganz kurz rüber und springen mal in VR rein und gucken uns den ersten Club der Welt mal in VR an. Das heißt, wir können jetzt in VR quasi dancen, feiern und wenn das Ding irgendwann public geht und released wird, dann stehen vielleicht wieder 1000 Leute in dem virtuellen Club und tanzen und saufen und ich grinse gerade, man sieht das nicht. Guck mal hier, das ist die Tür, wo wir hinten standen gerade eben. Ne? Hä? Da sind sogar die Schilder und sowas drauf. Ja. Björn ist gerade schon drin. Björn ist... Akani, hör auf, du kannst leider nicht erkennen. Du hast Clubverbot. Ich würde sagen, ich jump hier rein und gehe mit Björn mal eine Runde tanzen. Keine Ahnung, was das hier abgeht. Ich finde es ultra crazy, dass sowas machbar ist. Alter, was? Alter, warte da mal. Ist er, Björn. Warte mal. Jo, warte mal. Tschüss. Alter, so, oh. Wo rennst du hin? Warte. Alter, ich hab ne Flasche Bier in der Hand. Was? Wo gibt's das? Ich hab Bier. Ich hab's hinfallen lassen. Wo? Warte, wie kann ich saufen? Mann. Oh geil, endlich wieder trinken. Lass mal den Kühlschrank bitte, hallo. Wie? Geh mal hier weg. Ey, das ist ja super crazy. Ey, das ist einfach 1:1 der Club, das ist so verrückt. Nur dieser riesige Bullenkopf, den habe ich da bis jetzt noch nicht gesehen. Aber das Bier kommt da nicht raus, ne? Der ist gefroren. Ach so, das fand ich aber so aus wie du. Was hast du da in der Hand? Bier. Das ist doch kein Bier, das ist ein Kaffee. Aua, kipp das doch nicht über mich, Junge, gib mal her. Kannst du dich fangen? Warte mal. Okay, und wie kann ich das hier benutzen, diese Dinger? Leider gerade gar nicht. Aber die funktionieren eigentlich. Ja, klar. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich das ganze Licht vom Club steuern. Fast das Ganze, ja. Das ist ja saugeil. Und die DJs legen auch live im Club dann hier quasi per VR auf? Die DJ-Sets wurden schon aufgenommen von einem Greenscreen. Okay. Heißt, die DJs werden als echte Personen das ganze Set in der DJ-Kanzel sozusagen zocken. Also du kannst den echten DJ sehen. Die haben noch nicht mal einen Avatar, sondern du siehst direkt den echten, weil das halt von einem Greenscreen gefilmt wurde. Ach krass, ich bin auch hier.
Also ihr seht es auf jeden Fall, das ist 1:1 die gleiche Map. Das ist richtig, richtig verrückt. Und in der Theorie würde man jetzt auch Musik hören, ne? So, pass auf, ich bringe euch jetzt einmal in den Space, der morgen ja bei der Aero-Party ist. Okay. Gibt's morgen schon die erste Party hier mit? Ja, morgen auch. What the f***? Was ist denn jetzt hier los? Ja, jetzt bist du in dem Moment, der morgen benutzt wird. Nee, warte mal, da bin ich auch mit. Was ist das? Ist das Luliland? Hier gibt's Merchandise zu kaufen. Genau, da gibt's dann T-Shirts, die for free sind, sogar für den Avatar. Ach, geil. Wenn du mal nach links weitergehst, zu der großen Bar in die Richtung. Die Bar? Genau. Da dann steht rechts ganz abbiegt. Dick Desperados. Jetzt rechts abbiegen. Genau, hier sind Games. Alter, so genau, Hockey-Sack. Du kannst ja jetzt links so einen Sack da nehmen. Ja. Und den musst du dann da reinwerfen. Ja, okay, du kannst direkt rüberstehen und es dann noch nicht mal schaffen. Und dann direkt rechts um die Ecke da fahren. Geschafft. Warte mal. Hä? Das klappt ja wirklich. Okay, Tobi, meinst du, ich treffe? Nee. Da ist Bier. Das kann ich mir jetzt einfach nehmen. Alter, das zieh ich Björn über den Kopf. Alter, ich kann tanzen. Das sind ja genau meine Dance-Moves. Alter, das ist sehr wild. Ich glaube, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich kann das auch so hier. Ja, du kannst es irgendwo hin verschieben, damit es nicht in deinem Blick hängt die ganze Zeit. Ja, sehr, sehr wild. Also, man kann tanzen, man kann trinken. Und wie viele Leute kommen jetzt hier theoretisch auch in so einen Server drauf? Oh, geil, Bier. Ja, das kommt ganz auf die Performance an. Das testen wir jetzt am Samstag halt. Aha. Und anhand dessen werden wir dann halt die zukünftigen Veranstaltungen ausrichten. 3D-Sound, also ja, wenn ich mich drehe, ja, dann, boah, crazy. Auch die Unterhaltung, du kannst dich dann ja im Game mit den anderen Avataren unterhalten. Das ist jetzt gerade ausgestellt, weil ich meine, ihr steht nebeneinander in echt. Aber im Game wird es dann so sein, dass jeder miteinander labern kann. Und das ist dann auch mit 3D-Sound. Also ihr könnt euch zurufen am anderen Ende vom Club und das klingt dann auch so. Sehr, 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 sehr wild, wirklich. Und das geht jetzt morgen schon live, oder wie? Jo. Morgen Abend, ich glaube 5:45 oder 6 starten wir mit diesem Event. 3 DJs sind dann da. Vielleicht sogar ein kleiner Warm-Up-DJ, man weiß es nicht. Und es kann jeder teilnehmen, der einen ganz guten Gaming-Rechner hat mit VR-Brille, aber auch ohne VR-Brille. Du kannst auch ohne VR-Brille teilnehmen, einfach am Monitor, ist halt wie ein Game dann. Und wir streamen das Ganze auf Twitch und YouTube auf dem Beatport-Kanal auch. Heißt, es kann auch jeder ohne Rechner kann auch einfach angucken. Björn, was hast du? Björn, hör mal mit auf, der wirft dir mit den Sachen rum. Ja, der ist richtig. Hör mal auf, hallo, ja. Aua! Also bei all den Sachen, die ich jetzt gemacht hätte, wäre ich schon aus dem Boot rausgeflogen. Lass es! Du bist doch fuck, ey. Nee, ich guck mir gerade hier das DJ-Setup an. Ja. Aber man sieht ja wirklich hier CDJs. Ja, ja. Sehr, sehr wild. Also, man hat quasi alles, was man braucht. Und man kann sich ja einfach vorher selber einen reinsaufen. Perfekt. Ja, wir hatten schon Kommentare, dass die Leute sich dann schön Jägermeister reinstellen, ne, und dann in VR abhocken. So, ja. All in all. Sehr, 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 sehr wild. Wirklich. Man wird leicht motion sick, aber es ist ja nochmal so bei VR. Ja. Aber ganz, ganz verrückt, dass es so geht. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ja, was soll ich sagen, ey? Vielleicht ist das als Überbrückung nicht so verkehrt. Wisst ihr, wenn man überlegt, wenn man so Clubs anschaut, das lebt natürlich immer von der Interaktion mit anderen Leuten. Und klar ist das nicht das Gleiche. Aber ich glaube tatsächlich, dass man zumindest ansatzweise, wenn jetzt hier, sag ich mal, 1000 Leute da mitspielen sollten, ansatzweise das Gefühl haben kann. Weil man hat ja viele Sachen, klar, man kann auch bei GTA in den Club gehen und so, aber wir haben halt hier Copyright Music, also halt wirklich richtige Mucke, die läuft. Wir haben hier richtige DJs, wir haben hier Getränke und vor allen Dingen, das Geile ist halt, wir haben eine richtige Aufmachung von einem richtigen Club. Das ist ja nicht irgendeine Map, die modelliert ist, sondern es ist 1:1 das Bootshaus. Ziemlich, ziemlich wild. Ich finde es echt geil. Bin mal gespannt, wie das anläuft und ich denke mal, irgendwann, wer weiß, vielleicht sieht man ja auch irgendwann mal noch so cool in so einem Ding, weil das ist halt ganz geil, weil es bringt da wirklich Gaming Music noch näher zusammen. Big Fan von der Geschichte, als jemand, der beides unendlich liebt und all in all, ziemlich, ziemlich dickes Shoutout hier an das ganze Bootshaus, die das hier alles wieder mal aus dem Boden gestampft haben. Ich fand es einfach nur interessant, das mal kurz mit dem anzuzocken und mal vorzustellen. Super, super nice Geschichte. All in all, Alter. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und vor allen Dingen hoffe ich einfach, dass die Clubs jetzt, also Merkel, mach einfach Bootshaus auf. Nein, wir gedulden uns einfach noch ein bisschen und spätestens nächstes oder übernächstes Jahr können wir hoffentlich alle wieder zusammen feiern gehen. So, das war's auf jeden Fall an der Stelle von diesem Video. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Shoutout an das ganze Team und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao. We'll be right back.